So, und in diesem Part mehr Mirage-Turm. Super. Jetzt will ich aber mal wissen. Da geht's schon weiter, okay. Erster Stock. Ja. Die wollen das irgendwie so nervig machen wie. Ich war gerade noch bei nervig, ne? Das ist, oh Gott, jetzt wollte ich fast hasten machen. Das ist doch ein wurstdummer Kampf hier. Was wollen die machen? Mich versteinern? Oder fliehen? Das ist auch eine Wahl. Sag mal, warum habe ich eigentlich gezaubert, wenn die alle Feuer wegrennen? Wenn es das in den Bonus-Dungeons auch passiert, na, dann weiß ich nicht mehr, was ich noch machen soll. Ah. Höllenhunde, rennen die von uns weg? Sie sind schließlich schon zwei Dungeons alt oder so, also zwei Chaos Dungeons. Feuersbrunst. So ist auch ihr Schaden, wie vor zwei Chaos Dungeons. Der macht ja noch weniger. Ich bin begeistert. Naht! Aber wie lange braucht es, um vier verfickte Höllenhunde zu besiegen? Lange. Unten oder oben? Unten ist die klare Antwort. Ein Blaudrache. Könnte dieser etwas stärker sein als Blitzschlag? Wow, ich bin begeistert. Jetzt ist er tot. Was haben wir hier? Müll! Müllgegner. Guckt euch das an. Müllgegner. Müllige Müllgegner. Die sind so müllig. Ich gucke nicht mal hin, während ich sie bekämpfe. Ist der Kampf endlich vorbei? Ist der Kampf endlich vorbei? Ist der verfickte Kampf endlich vorbei? Ich glaube schon. Irgendjemand. Na toll, jetzt habe ich irgendeine Steam-Nachricht verpasst, weil ich nicht auf den Bildschirm geguckt habe. Dankeschön. Hier gibt es null. Ich bin mir sicher, dass es hier auch Kisten gibt. Wertiger. Och, das ist schon 50 Mal recycelt, dieser Gegner. Ach ja. Die Kämpfe in diesem Spiel sind wirklich ungeheuerlich. Aber freut euch, die Chaos Dungeons, zumindest die Bosskämpfe in den Chaos Dungeons, die werden wieder ansehnlich. Kisten! Da sind Kisten, ganz viele Kisten. Kisti, 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 Kisti. So. 8000 Geld. 7000 Geld. Und Thors Hammer. Wir haben gerade echt den Hammer von fucking Thor gefunden. Guck mal, wie viel stärker den. Boah, enorme Angriffspower, die in diesem Hammer steckt. Ist das nicht geil? Das finde ich auch, Leute. Thors verfickter Hammer. Guck, gleich schlägt er zu. Boah. Reicht trotzdem nicht. Schade. Nicht mal Thors Hammer macht ein Weißmagier im Nahkampf brauchbar. Und noch mehr Kohle. Und auch noch mehr davon. Das muss eigentlich nicht sein, oder? Komm, Feuerer. Wen interessiert's? Der Hammer von Thor, das ist schon was. Aber er ist trotzdem ziemlich scheiße. Warum nennen die so ein Rotzteil nach Thor? Da hätte ich lieber Gungnir gefunden oder so. Oder da steht dann auch dran Odins Speer oder so und nicht Gungnir. Aber ich weiß, dass man Gungnir in anderen Final Fantasies finden kann. Dem bin ich mir gar nicht so sicher, ich glaube aber nicht. Boah. Das braucht doch keiner. Balala da, balala da, 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 da.
Level up. Lichtklinge. Ob das besser ist als dieses komische Mondschwert? Sieht so aus. Komm, da brauchen wir was anderes. So, was haben wir hier noch? Ein Drachenpanzer. Ein Drachenpanzer. Ist genauso gut wie das Teil. Na, kannst nicht ausrüsten, ne? Drachenpanzer ist cooler als Diamantpanzer, würde ich sagen. Da kann man doch machen. Da 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 da. Kommen wir heute noch mal hier raus? Ich glaube nicht. Ich könnte ja mal wieder irgendwas erzählen. Was kann ich denn erzählen? Irgendeinen Schwank aus Frankreich, genau. Danke Leute für diesen Tipp. Was ist in Frankreich so passiert? Scheiße ist passiert. Hat die ganze das Wetter war ja mal übel. Das Wetter war so übel. Hat geregnet den ganzen Tag, nur am Tag der Abfahrt war es natürlich wieder schön. Da habe ich mich aber an den Teich gechillt. Da könnt ihr mir glauben. Das war nice. Der Rest war irgendwie rotzendumm. Es reicht doch langsam mal. Wo war ich? Ich habe schon wieder meinen Faden verloren, ey. Warum sind die schneller als wir? Naja, in Frankreich, also das Wetter war rotzig und kacke und beschissen. Und ja, ganz viel Sightseeing gemacht, ne, was man so in Frankreich macht, ne. Ihr werdet ja wohl wahrscheinlich, Sehenswürdigkeiten, genau das habe ich gesucht, das Wort. Aus Frankreich kennen, würde ich mal denken, ja. Kulturlosen Müllsäcke. Ja. Wir haben alles geguckt. Alles. Perfekt nochmal alles. Ja, die Tage waren vielleicht vollgepackt vor Sightseeing. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wo sind wir hier? Sind wir gerade in irgendwie eine Gay-Parade geraten, oder? Was haben wir hier? Nein, das können wir nicht tolerieren. Aber ich habe keinen Bock schon wieder hier Edward einzufügen. Boah, nee. Da lasse ich meine Videos lieber pur als sowas zu machen. Jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich ja total meinen Faden verloren. Ach, Frankreich, ne? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich Vampire sehe, wisst ihr? Jetzt, hier geht's nicht weit. Oh. Also habe ich noch mehr Zeit zum Erzählen. Sightseeing und so, ne? Eiffelturm. Wisst ihr, wusste vorher gar nicht, dass der braun ist. Geiler Scheiß, oder? Der Eiffelturm ist braun. Schönes Kackbraun. Das ist schön. Kackbrauner Eiffelturm. Was? Ist irgendwas Besonderes passiert? Nee, Frankreich ist irgendwie langweilig. Nee, Frankreich ist wirklich irgendwie langweilig. Und irgendwie ziemlich komisch. Und da mit komisch meine ich nicht haha komisch, sondern eher merkwürdig komisch. Wisst ihr? Das muss man nicht kapieren. Das ist schon der Straßenverkehr. Für uns geordnete deutsche Bürger. Und für den Franzos. Für den Franzmann. Ich glaube, Straßenverkehrsordnung sind da zwei unterschiedliche Begriffe für die beiden Leute. Das geht ja gar nicht in Frankreich. Da ist die fucking Treppe. Das hat mich am meisten aufgeregt. Erstens der Regen, zweitens der Verkehr, drittens... Die Begleitperson hat mir immer so gar keinen Plan, was sie machen sollten.
Mann, Mann, Mann. So eine Reise sollte man doch schon irgendwie eher planen. Spätestens im Bus, dass man nicht draußen im Regen stehen muss und auch auf der Map guckt. Wisst ihr, wie nervig das ist? Aber ich finde genug von Frankreich, so ein paar kleine Anekdoten von mir. Geht bloß nicht nach Frankreich. Ihr werdet es bereuen. Das, was man so anpreist, die ganzen Sehenswürdigkeiten, also die sehen ja bestimmt fein aus für Leute, die sowas interessiert mich nicht. Aber, ja, das kann man sich angucken, aber der Rest von Paris ist irgendwie hässlich und dreckig. Wir hatten ja einen Schwarzmarkt im wahrsten Sinne des Wortes, gleich neben dem Hotel. Ein Schwarz... was will der Typ denn? Da steht so ein Roboter. Naja, wir werden ihn ja gleich anquatschen. Aber lass mich nochmal das Frankreich-Dingense zu Ende bringen. Im wahrsten Sinne des Wortes hatten wir einen Schwarzmarkt gleich neben der Haustür. Meine Freunde sind gegangen mit dem Teleportal, um es euch zu überbringen. Ja. Feine Sache haben wir nämlich, das Teleportal. Geht nicht nach Frankreich. Punkt. Frankreich ist langweilig. Ich habe auch keinen einzigen irgendwie Gaming-Shop oder so gesehen. Keinen einzigen GameStop oder... Naja, das könnte ja auch anders heißen, aber so keinen einzigen. Null! Jetzt frage ich mich, wo die Leute dort ihre ganzen Technik herkriegen. Ich meine, wart ihr schon mal in Frankreich in irgendeinem Technikmarkt? Hallo Blaudrache. Wahrscheinlich nicht, ihr könntet die französischen Anleitungen wahrscheinlich sowieso nicht durchlesen. Wenn ihr euch da irgendwelchen Kram kauft. Ich wollte trotzdem mal gucken. Was die so ihre neueste Konsole nennen, so N64 oder so. Yay, Luftschloss. Der letzte Chaos Dungeon übrigens. So, das Luftschloss der Chaos Dungeon Nummer 4. Bald werden wir hier wohl nicht mehr gehen, würde ich sagen, aber wir können ja schon mal anfangen. Oh Gott, ey, das sieht jetzt schon wieder verwirrend aus. Hm. So, Dunkelritter. Oh, Mass, Dunkelritter. Coole Sache. Sie scheint schwach gegen Eis zu sein. Bob hat so wenig Schaden gemacht ohne das Eisschwert. Giftklinge. Mann, noch eine neue Waffe. Die klingt aber so unspektakulär. Scheint sie auch zu sein. Ach du Scheiße. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt nur die Waffen, die Zauber halt drauf haben, um sie im Kampf zu benutzen. Ich glaub's nicht. Ey, das sind doch die gleichen Gegner wie im Wassertempel, nur in anderer Farbe. Die kamen doch genau in dieser Formation. Das war Lindwurm und Wasserelementar. Und jetzt ist es Tatzelwurm und Luftelementar. Ach du Scheiße! Das ist ja das totale Recycling. Nichts gegen Recycling, aber doch nicht bei Gegnern. Also nicht so offensichtlich. Ich meine, was geht in den Spielentwicklern vor? Mhm. Die denken sich, Zufallskämpfe sind lustig. Oder so. Ich glaube, ich kann sehr gut wiedergeben, was in dem Kopf eines Spieleentwicklers vorgeht. So, was haben wir hier? Kisten! 180. 5000 ist schon besser. Ein Protect-Ring, davon haben wir doch schon 100. Noch ein Heilerhelm? Ach, die wollen mich laxen, hä? Die wollen mich doch laxen hier. Ein Hinterhalt! Yay! Toll. Das ist doch klasse, oder? Ja. Ey, das war doch mal ein Boss!
das komische Teufelsauge, ja, ist immer noch so schwach wie damals. Erdmedusa. Hatten wir nicht gerade auch andere Medusas? Ja, natürlich hatten wir gerade noch andere Medusas. Aber jetzt kommen natürlich stärkere. Ey, der Todesritter. Ich freue mich ja, Todesritter verkloppen zu dürfen, wisst ihr? Aber, dieser Gegner kam gerade in diesem Dungeon, oder besser gesagt im Mirage-Turm, der ja eigentlich praktisch zu dem Dungeon hier gehört, zum ersten Mal und schon kommt den Recolor. Und das ist ja wirklich schlimm. Ein Potion. Oh, ist das ein geiler Schatz, oder? Ja, geht ihm ja gleich. Was ganz hart ist, ja. Wisst ihr? Bei einer Potion. Das ist ja fast so geil wie 10.